Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist der Lukas Meier. Er ist Gründer von Aroma und mit dem ein typischer KMU-Unternehmer, wie es eigentlich sehr viele Tausende gibt in der Schweiz. Allerdings, er ist sehr erfolgreich und er hat ein paar Seiten, die ich finde, lohnt sich, um darüber mit ihm zu reden. Herzlich willkommen, Lukas Meier. Freut mich sehr. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns einfach von Zürich, aus der Unternehmerwelt. Ich will mit dir darüber reden, wie man heute ein erfolgreiches Unternehmen führt, wie man so eins gründet mit 100 Leuten, die du unterdessen hast, was das heisst, ob die Schweiz da auf gutem Weg ist. Und du hast auch noch ein paar andere Seiten. Zum Beispiel baust du Böck seit ein paar Jahren für 6 Leute und bist involviert in Schweizer Projekte. Auch über das werden wir mindestens am Rand reden. Für die, die dich nicht kennen, wie würdest du dich beschreiben? Ja, ich bin ein Macher. Ich setze gerne um. Ich bin sehr kreativ und bin sehr gut vernetzt und bringe auch sehr gerne Menschen zusammen. Also ich habe es einfach eh gerne mit Menschen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn man Unternehmer ist, dass man das hat. Was bist du für Beruf? Ich habe eine Lehre gemacht als Dekorationsgestalter. Der Beruf heisst heute Polydesigner 3D. Aha. Und das ist ein Beruf, der sehr kreativ ist, also wo man einerseits die Ideen hat und dann schlussendlich setzt man es eben auch um. Es ist auch so ein handwerklicher Beruf, zu über 50%. Also das war früher der Schaufensterdekorateur gewesen. Ja. Hast du das mal gemacht, Schaufensterdekorateur? Ja. Ich habe bei der Konfiserie Sprüngli die Lehre gemacht und die haben schon dazumal die 15 Filialen gehabt und etwa 30 Schaufenster und die muss man betreuen. Da ist ein grosses Team dahinter, auch heute noch von etwa 15 Leuten, die schauen, dass das klappt. Das ist ja so ein bisschen wie eine interne Werbeabteilung, oder? Mhm. Hat es irgendwo einen Punkt gegeben, so einen Tipping Point oder einen Aha-Effekt oder irgendetwas, wo du gespürt hast, jetzt mache ich mein eigenes Ding? Ja, also ich bin eh total Autodidakt. Ich mache alles selber. Ich habe nach dieser Lehre nie eine Weiterbildung gemacht, shame on me. Aber ich habe ganz viel. Also du hast noch kein MBA oder so, nein, etwas, oder Führungskurs oder so für die doch jetzt etwa 100 Leute, die du hast. Genau, nein, aber ich mache eigentlich meine Art, meine Lehrgänge, die ich mache, sind einfach im Beruf, im Betrieb. Mhm. Da, wenn irgendetwas ansteht, dann bin ich sehr in Tiefe und sehr detailliert und dort lehre ich dann einfach Sachen und das kann mal ein rechtlicher Case sein, das kann aber ein Führungscase sein, das kann quasi ein wirtschaftlicher Case sein und so habe ich natürlich über die 26 Jahre, wo ich jetzt die Firma aufgebaut habe, viel gelernt und aber wie machst du das? Kannst du nachlesen oder hast Leute, die dich dann beraten können? Ja, genau. Also ich glaube, man muss also nicht quasi Angst haben, mit Dritten zu reden. Eben ein gutes Netzwerk haben, auch Freunde, die einem helfen. Mhm. Gerade in der Startphase ist das sehr ein wichtiger Punkt gewesen. Und heute auch mit Berater oder Partner einfach helfen, um so Probleme oder so Fragestellungen zu lösen. Mhm. Deine Firma heisst Aroma, die ist gewissen Leuten sehr, sehr bekannt. Ich glaube, wir sind sicher eine der führenden Firmen auf diesem Gebiet. Ich kann es nicht genau einschätzen, aber ich glaube, wir müssen mal ganz kurz, oder du musst mal ganz kurz sagen, was ihr eigentlich macht. Ja, ich glaube, für die Laien, also Aroma ist nicht irgendein Givandon, der etwas mit Aromastoff zu tun hat, sondern wir sind eine Firma, eine Agentur, die Marken inszeniert, also wir machen Brand Experience, das heisst Markenerlebnis und das kann für ein Unternehmen sein, das kann für ein Produkt sein und dort sind wir sehr spezialisiert. Also du hättest es noch ein bisschen abstrakt, also ihr macht ein bisschen konkreter, oder? Ihr baut zum Beispiel Inszenierungen für Messestände. Genau. Also oder Innenarchitektur. Genau, oder? Also Marken inszenieren, das braucht man an einem Messeauftritt zum Beispiel, aber auch an einem Event, das kann ein Mitarbeiter-Event sein, das kann ein Public-Event sein, für die Öffentlichkeit ist. Das kann aber auch eine Produktlancierung sein, das kann in einer Mall eine Inszenierung sein von einem neuen Produkt, von einem Einkaufszentrum zum Beispiel. Es kann eine Flugzeugtaufe sein, es kann der Launch von einem neuen Produkt von einer Versicherung sein. Also sehr breit. Aber es sind eigentlich immer einzelne Projekte, grössere, ja, die in dem Sinne eigentlich kannst skalieren. Ja, also wir dürfen für sehr viele Konzerne von der Schweiz arbeiten, oder? Und dürfen zum Beispiel sehr viele Sponsoring-Aktivitäten
umsetzen, eben aktivieren fürs Publikum, dass quasi Sponsoring, das ein Konzern macht, dass das schlussendlich auch beim Endkonsumenten ankommt und erfolgreich kommuniziert. Was wir machen, hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und am Schluss versuchen wir natürlich, die Marke gut ins richtige Licht zu führen und dass unser Kunde, unser Endkunde kann durch das mehr Markenanteil gewinnen oder mehr Produkte verkaufen, oder? Und das Schöne ist aber an unserem Geschäft eigentlich, dass es so verschieden ist, oder? Das ist wirklich sehr breit. Also unsere Spannbreite von Angebot ist breit. Ist aber auch eine grosse Herausforderung. Also, wie gesagt, wir haben viele so einmalige Projekte, die halt vielleicht ein Jahr, zwei gehen und dann sind sie vorbei. Wir haben aber auch viele Projekte, die nur ganz klein sind. Schön ist, dass wir doch für viele Kunden können, über seit Jahren, also seit Jahrzehnten, sie betreuen und die räumlichen Aktivitäten umsetzen. Jetzt sind die sehr etabliert, die sind ein Name, der in der Branche sehr bekannt ist, aber das ist ja nicht immer so gewesen. Ich meine, von null, beziehungsweise von 1 Lukas Meier auf etwa 100 Leute heute ist eine ziemliche Entwicklung. Wie hat das angefangen? Was sind die ersten Sachen gewesen, die du gemacht hast und wie schwierig ist das gewesen? Ja, eben, ich bin mit 23 habe ich mich selbstständig gemacht und ich bin damals habe ich so ein bisschen Messebau gearbeitet. Das hat mir ein bisschen gefehlt in meiner Ausbildung in der Lehre. Und das hat mich wundergenommen, wie das funktioniert. Und habe dort viel gefreelancet bei verschiedenen Projekten. Und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht. Eigentlich ein Kunde hat mich dazu motiviert, das zu machen und mich fast ein bisschen dazu gedrängt. Und hat dann gefunden, komm, das ist doch jetzt eine Chance und das mache ich. Und dann bin ich alleine gewesen und habe vor allem in der ersten Phase natürlich das gemacht, was ich konnte. Also Dekorationen, Beschriftungen, Faceliftings, quasi Auftritte, kleine Messestände. Und dann ist das nach und nach gewachsen. Ich habe nie auf dem Schachbrett geplant, dass ich irgendwann mal 100 Leute als Mitarbeiter habe, sondern hat sich entwickelt. Und ich glaube, wenn man etwas mit Passion macht und engagiert macht und Freude hat, dann kommt man weiter. Und wenn man ein bisschen mutig ist, um immer den nächsten Schritt zu gehen, dann ist es eigentlich, dann wächst man einfach automatisch. Ich kann nicht wollen wachsen. Ich bin gewachsen. Mhm. Und irgendwann hat man eine motivierte Mannschaft mit sich und die drücken noch mal mehr, oder? Und dann irgendwie rollt es einfach und man ist dran. Okay. Dann muss man eh noch schauen, dass dann auch die Finanzen stimmen und dass man die Rechnungen schreibt und man von lauter Erfolg nicht vergisst, dass das Betriebswirtschaftliche nicht muss funktionieren. Genau. Ja. Ist das, könnte man sagen, ist das eine Art auch ein Erfolgsrezept? Oder du würdest sagen, wenn jetzt uns Junge zuschauen, die eigentlich den Wunsch hätten, um sich selbstständig zu machen, es gibt ja heute in jedem Wirtschaftsgymnasium Kurs für Entrepreneurship und sowieso, es ist etwas, was sehr wichtig geworden ist, glaube volkswirtschaftlich, überall redet man davon, dass wir unternehmerisch denken müssen, oder? Jetzt bei dir, das klingt relativ einfach, aber die Tatsache ist ja, dass sehr, sehr viele dann irgendwo scheitern. Ja, ich glaube, es liegt sehr viel schon, dass man das macht, was man auch gut kann und gern macht. Also das ist, glaube ich, eins von dem Haupterfolg. Und da muss man einfach Passion reinstecken. Also ich habe in meinen ersten 10 Jahren, ich sage immer 7-11, 7 Tage, einfach bis nach dem 11, immer geschafft. Und das ist aber für mich überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe das geliebt und habe das gemacht. Das ist eigentlich noch erstaunlich, weil viele Leute wollen doch dann das Leben nicht verpassen, oder? Du bist ja noch beteiligt da in der Clubszene quasi, an Clubs, in den Tanzszenen und so. Und viele Leute haben dann nicht die Konzentration, einfach etwas so zu verfolgen, bis nachts am 11 jeden Abend zu kämpfen. Ja, aber es ist ja kein Sinn, man kann ja am 11 nachher auch noch mal bis am Morgen um 2. Das ist so gewesen. Nein, hör mal also auf, du musst am anderen Morgen wieder aufstehen. Ja, bin ich immer um 6:30 im Geschäft gewesen. Aber das geht irgendwie. Man hat so eine Energie und so eine Power, dass das einfach geht. Und es ist natürlich auch die Projekte und ein bisschen der Anspruch, eine perfekte Dienstleistung zu machen, das gibt einem auch eine Energie, um das durchzuziehen. Mhm. Und ich glaube, das muss man haben. Und ich glaube, was auch wichtig ist, oder vielleicht ein Erfolg von mir, für mich ist persönlich das Geld nie wichtig gewesen. Also ich habe nie mehr einen grossen Lohn gezahlt. Ich habe bis 30 irgendwie 5'000 Franken ausgezahlt. Und dann irgendwann haben dann meine Berater gesagt, hey, das geht im Fall nicht. Du musst... Deine Berater? Inzwischen, ja, mein Treuhänder hat gesagt, mit so vielen Mitarbeitern, ich habe jetzt etwa 40, das geht einfach nicht mehr. Du musst dir mehr Lohn zahlen, sonst stimmt das für Steueramt nicht. Und dann habe ich mal mehr Lohn gezahlt. Aber ich wollte nur damit sagen, also wenn man sich selbstständig macht, um zu denken, man verdient dann irgendwie Geld, das ist nicht das. Und man hat ja eigentlich
Ich habe kein Vermögen, mein Geld ist alles in der Firma drin. Oder? Wenn ich irgendwie wieder ein Geld habe, investiere ich ins nächste Gerät, in die nächste CNC-Maschinen oder die nächste Server haben wir heute in der Cloud. Aber irgendwie so, oder? Ich wage jetzt zu sagen, dass das für sehr viele Unternehmer, die leidenschaftliche Unternehmer sind, eigentlich stimmt. Und zum ganz kurz schon politisch werden, ich finde es immer interessant, oder? Wir haben eine grosse Skepsis eigentlich gegenüber Leuten, die erfolgreich sind. Wir haben dann immer das Gefühl, ja, der Meier, der zockt ab da und hat das Vermögen und so. Aber es ist ja gar nicht der Antrieb eigentlich. Was geht dir durch den Kopf, wenn du so, sagen wir, ja, Bestrebungen hörst oder den Neid erlebst oder auch Vorschläge von Parteien, die Umverteilung wollen oder eine Lohnbegrenzung oder so, wo irgendwo immer die Erfolg haben, ein bisschen bestraft sollen werden? Ja, also ich muss sagen, ich glaube, es geht schon darum, es gibt schon Relationen bei Löhnen. Also da bin ich auch fester Meinung dazu. Also ich muss sagen, wenn ich zum Teil höre, was bei internationalen Konzernen für Managerlöhne zahlt werden, Managerlöhne sind nicht Unternehmerlöhne, muss ich sagen, verstehe ich halt so das Bestreben von linken Parteien. Weil irgendwann, man darf den Bogen nie überspannen, oder? Und das passiert halt wirklich. Also darum haben wir auch abgestimmt über das Thema. Und ich glaube, dort ist auch ganz klar gewesen, was die Volksmeinung ist. Und es ist einfach auch nicht argumentierbar. Aber es ist halt so, wir sind in einem internationalen Umfeld, wo halt international das gezahlt wird. Es ist auch so, dass ich nicht die gleichen Löhne als KMU zahlen kann, wie, sagen wir jetzt, die Eventprojektleiter auf Konzernseiten bekommen, oder? Ja. Die verdienen dort einfach mehr. Mhm. Wieso findest du trotzdem die Leute, die du brauchst? Wir reden immer davon, dass es immer schwieriger wird, gute Leute zu finden. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr gutes Arbeitsklima, gute DNA. Wir sind in dem Kreativgewerbhaus Nörd in Oerlikon, wo wir mit der Firma Freitag zusammen so einen Mikrokosmos haben. Wir haben Freitag Taschen, genau. Und wir haben so einen Mikrokosmos uns geschaffen mit einer eigenen Kantine, mit einem Dachgarten. Wir pflegen extrem unsere Mitarbeiter mit Goodies, mit Events, mit Austausch vom Bier bis zum Wochenende. Weekend organisieren bis zum... Also mit anderen Worten, das ist ziemlich viel cooler, als wenn man jetzt bei einer grossen Pharmafirma oder bei einer Grossbank arbeitet. Jetzt rein kulturell. Das hast du jetzt so gesagt, aber wir sind schon Familie. Wir sind heute mit 100 Leuten nicht mehr die gleiche Familie, wie wir es mal gewesen sind in der Startphase, wo wir mit 30 Leuten sind wirklich grausam Zusammenhalt gewesen. Und ich würde aber schon sagen, dass wir heute auch noch sehr einen guten Zusammenhalt haben. Mit all diesen Fringe, die wir zusätzlich bieten, können wir dann trotzdem mithalten mit anderen, die doppelt oder ein Drittel mehr zahlen oder so, oder? Ich würde gerne ein bisschen über den Standort Schweiz reden und wie es heute ist, so eine Firma zu führen und auch zu bestehen im Wettbewerb. Wie beurteilst du die Qualitäten von der Schweiz? Sind die nach wie vor intakt? Ist es gut zum Arbeiten oder gibt es Zeug, wo dir Sorgen macht und wo dir im Grunde genommen im Weg stehen? Ja, also ich glaube, ein wichtiges Element ist einfach, dass wir uns nicht noch mehr zuregulieren, oder? Wir haben so eine Regulierungsdichte und wir machen auch, das habe ich vorhin gesagt, wir machen auch sehr viel Innenarchitektur und dann haben wir sehr viel mit dem Baurecht zu tun, mit den Bauregeln und im Event haben wir natürlich, sobald man öffentlichen Raum beansprucht, hat man sehr viele Regeln. Es ist heute sehr professionell, wenn man Events macht, was es alles für Auflagen gibt. Und das ist schon ein rechter Dschungel geworden. Also da kann man definitiv von einer Überregulierung reden, oder? Und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, dass man nicht noch mehr zumachen. Kann man das überhaupt? Weil das ist ja immer eine Antwort auf Forderungen. Also es passiert ein Brand, dann gibt es mehr Brandschutzregeln. Man weiß manchmal gar nicht, woher das eigentlich entsteht, aber es passiert einfach. Und es ist aber für den Unternehmergeist ist es schwierig. Ja, ich glaube, das geht um das Thema gesunder Menschenverstand und professionelles Arbeiten, oder? Also nehmen wir einen grossen Vorfall, die Eventindustrie natürlich durchrüttelt hat, ist der Vorfall in Duisburg gewesen, etwas Ähnliches, ja. Also quasi Street Parade von Deutschland, da hat es eine Massenpanik gegeben, weil die Durchgänge nicht gestimmt haben. Ja. Und das ist einfach nicht gut
organisiert und planen gewesen, oder? Und wegen dem jetzt auf der ganzen Welt das total zu regulieren, muss man sich fragen, weil es, also, das ist es, also Crowdmanagement und Flowmanagement an einem Event, das ist das einmal eins, das ist das Wichtigste. Und zwar nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, dass sich ein Gast wohlfühlt. Und das haben alle grossen Arenas, alle grossen Events schon vorher professionell gemacht. Da hat's eigentlich nicht nur die Regulierung obendrauf gebraucht. Mhm. Aber weil das passiert ist, hat man es nachher zureguliert. Und Stadt Zürich hat heute irgendwie 5 Mitarbeiter, die sich nur um das Thema kümmern, oder? Ja. Bei der Stadtpolizei. Und da muss man schon ein bisschen schauen, wo die Relationen sind. Wo sind die Relationen, genau. Hättest du eine Idee, wie man dem kann, sagen wir mal, Einhalt gebieten? Ja, es ist, glaube ich, auch im Unternehmertum ein bisschen so, ich sage übrigens Nerven behalten. nicht gerade irgendwie anfangen austicken und weil jetzt etwas vorfällt, sondern einfach mal schnell analysieren und was braucht es wirklich. Und das, denke ich, manchmal in der Politik tut sich wie gegenseitig aufwiegeln, oder? Weil man die Parteienlandschaft hat und dann ist sehr viel Politik dahinter, dass man sich kann positionieren kann. Und dann so entstehen zum Teil so unsinnige Geschichten. Mhm. Und das ist aber links und rechts, oder? Es ist manchmal einfach auch eine Profilierungsneurose für die Person oder für die Partei, sich irgendwie richtig zu positionieren mit so einem Thema. Und das tut dann der Sache gar nicht so viel helfen. Du würdest nicht a priori sagen, dass es in der Stadt, du bist jetzt in Zürich tätig, wo links-grün, rot-grün dominiert sind, aber nicht nur Zürich, auch die anderen Schweizer Städte, dass es dort noch schwieriger ist? Ja, ich glaube, ich will jetzt nicht auf links oder auf rechts, es ist einfach, wenn es nicht mehr um die Sache geht, sondern um das, dass man sich positionieren kann, dann geht es in die falsche Richtung. Mhm. Oder? Und das kann es einfach nicht sein. Ich finde es falsch, wenn der Gemeinderat in der Stadt Zürich der Gemeinderat gegen den Stadtrat schiesst, nur dass man irgendwie wieder mal einen guten Zeitungsbericht hat. Mhm. Oder umgekehrt, der Stadtrat extra etwas nicht macht, dass er den Gemeinderat eins ausrichten kann. Dann muss ich immer sagen, was bringt es? Also am Schluss müssen wir doch schauen, dass wir irgendwie möglichst gut vorwärts kommen und gute Bedingungen haben, dass man arbeiten kann und dass man vor allem gut kann leben in dieser Stadt. Mhm. Jetzt haben wir eine grosse, lange Phase gehabt, 15, 16 Monate Corona-Krise. Wie hast du das erlebt, die Einschränkungen, die Politik gemacht hat, die Behörden gemacht haben, wo zum Teil die einen sagen, ja, okay, also das hat es gebraucht, das war sinnvoll gewesen. Im Vergleich zu den Nachbarländern sind wir relativ liberal gewesen, sind nicht schlechter weggekommen. Und die anderen sagen, ja, es ist übertrieben gewesen. Ja, ich glaube, das gleiche Motto, Nerven behalten, oder? Mhm. Einerseits als Unternehmer hat man einfach müssen wirklich mal ein bisschen durchschnaufen und nicht nervös werden. Und das Gute ist auch, dass ich muss sagen, es hat sehr gut funktioniert, die Hilfeleistungen, vor allem die Kurzarbeit, muss ich sagen, Chapeau, dass man das System so gut bestanden hat. Ich habe das nicht gekannt, also nicht so genau gekannt. Ja. Und dann auch, dass dann der Vollzug so gut funktioniert hat. Gerade vorbildlich im Kanton Zürich hat das also wirklich sehr gut funktioniert. Die anderen Kantonen, zum Teil war es ein bisschen happrig, wie ich gehört habe von Kollegen, aber jetzt im Kanton Zürich hat das sehr gut funktioniert. Und ja, es ist ja klar, dass man etwas hat müssen machen mit dieser Pandemie, aber es ist auch da ein bisschen gewesen, manchmal hat es mich noch gedacht, es ist ein bisschen so aufwiegeln, oder? Wenn dann der Staat daneben irgendwie diese Massnahmen macht oder findet, ja, diese Skilift müssen jetzt zu sein und dafür könnt ihr die Strände nicht aufmachen. Es war schon ein bisschen ein Aufwiegeln gewesen, dunkt mich. Mhm. Und ich muss sagen, die Schweiz hat einigermaßen die Nerven behalten und hat das eigentlich relativ gut gemacht. Also, wie war das für euch gewesen als Firma im Eventbereich, wo ja ab einem gewissen Zeitpunkt im Grunde genommen tote Hose war? Ja, das Gute ist, dass wir heute relativ breit aufgestellt sind. Eben, wir machen nicht nur Events und Messen, sondern wir machen Innenarchitekturen, Showräume, Restaurant, wir machen eben Malls im Retail-Bereich, machen so Retail-Design. Von dem her sind wir relativ gut aufgestellt, dass wir noch ein paar andere Standbeine haben und wir haben das eigentlich können verschieben, noch mehr, dass wir dort drin sind. Wir haben eine gewisse Größe und wir sehr viele Aufträge auch wieder extern geben, oder externe Produzenten, also wir haben eine eigene Werkstatt, aber wir machen dann trotzdem viel selber und in so einem Fall kann man einfach noch mehr reinbehalten und agil bleiben, einfach immer agil bleiben. Und wir sind jetzt relativ leicht gesagt. Also. Ja, aber wir sind ein Unternehmen, das eh agil ist, weil wenn du immer Prototypen baust und immer andere Projekte hast,
dann kommst du, also wir können nie zurücklehnen, weil bei uns ist einmal das Projekt in Genf, ich sage einmal, einen pinken Elefant zu bauen und das nächste Mal in Basel irgendwie ein riesen Mitarbeiterfest zu machen. Also das ist so unterschiedlich, dass wir eigentlich immer, dass wir uns ein bisschen gewöhnt sind, agil sind, auch die Mitarbeiter. Aber vor allem die Mitarbeiter sind sehr gefordert, dass noch mehr Agilität haben, dass man auch ein bisschen aus seiner Komfortzone kommt und dann etwas anderes macht, wo man vielleicht zuerst... Also das tust du aktiv auch quasi propagieren und fördern. Ja, wir haben sie ja versucht, rein zu pushen, oder? Aber das war noch schön gewesen, weil keiner will Kurzarbeit machen. Das ist nicht lässig. Mhm. Und darum, wenn wir irgendwie, dann sind unsere Lageristen, haben halt dann lieber gefunden, okay, dann gehen sie Schrein Rego helfen, oder? Oder, unsere Event-Projektleiter sind mehr in die Innenarchitektur gearbeitet und so. Also da hat gewisse Synergien, und was jetzt auch noch zum Teil noch spannend war, wie sich die Leute können entwickeln können. Aber nochmal, das klingt jetzt einigermaßen leicht und auch sehr positiv. Aber wir werden Milliarden müssen zahlen für die Unterstützung von Firmen, die nicht gut durch die Krise gekommen sind. Und viele haben da viel größere Probleme gehabt als jetzt offenbar du mit deinen Leuten. Und das ist immerhin wahrscheinlich die grösste Krise gewesen jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, also ich muss sagen, das hat jetzt schon positiv getönt, aber wir sind natürlich schon stark betroffen, oder? Also wir haben einen massiven Verlust, obwohl wir quasi Unterstützungen bekommen haben. Und das Jahr wird fast schlimmer Jahr. Aber wir haben ja andere. Das Jahr wird wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Ja, 2020 ist fast anstrengend. Jetzt, wieso denn? Ja, weil einfach, das ist sehr lang, der zweite Lockdown ist sehr lang gewesen. Und man muss schon sehen, bis jetzt die Publikumsevents, also grössere Geschichten, wieder richtig losgehen. Das geht nicht so schnell. Jetzt kommen was jetzt anfangen zu laufen, sind private Events, oder? Man geht jetzt erst mal wieder an ein Konzert. Ja. Und bis unsere Kunden, also unsere Auftraggeber quasi, bis die wieder Kunden einladen, das geht eine Weile, oder? Das wird nächstes Jahr. Und man hat auch bei grossen Anlässen, wir machen so Anlässe so ab 500, 600 Leute, oder? Ja. Das braucht einen Vorlauf von 3-4 Monaten, oder? Also bei uns geht es dann wahrscheinlich im 22. langsam. Das ist deine Perspektive und das denkst du, ist trotz dieser massiven Umsatzeinbußen eine Situation, die man durchhalten kann, ohne dass du dann anfangen musst, Leute abzubauen? Ja, nein, also das können wir machen, weil wir die Kurzarbeit nach wie vor haben. Oder? Also das ist auch ein sehr guter Entscheid von der Politik, dass man die Kurzarbeit noch einmal verlängert hat. Oder? Das ist ja eigentlich so wie das gesetzliche Maximum gewesen mit den 18 Möhren und jetzt hat man das noch einmal verlängert und das ist sehr ein weiser Entscheid gewesen, wo wir auch über die Verbände lobbyiert haben, oder? Also das weil es würde ja nichts bringen, wenn wir jetzt die Leute quasi mit dieser Kurzarbeit durchheben und dann kurz vor der im Kilometer 30 vom Marathon hören wir auf und stellen es auf die Straße. Das wäre ein Desaster gewesen, oder? Und darum, ich bin ein positiv denkender Mensch und das ist, glaube ich, auch wichtig als Unternehmer. Sonst ist man eh viel zu wenig mutig und wenn man nur nach Excel-Tabellen entscheiden würde, dann wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin. Oder? Ja. Und das ich glaube an die Zukunft und ich bin positiv und ich bin überzeugt, dass es hinkommt. Und wenn man seine Arbeit richtig macht, gutes Verhältnis auch mit den Kunden, gutes Verhältnis hat mit dem Vermieter oder mit der Bank oder so, wenn man die pflegt, wenn man die Menschen eben auch pflegt, die dahinter sind und man sich austauscht, dann kommt man einfach durch die Krise durch. Also ich sage immer, die die Hausaufgaben gemacht haben, schon vor der Pandemie, die sind einfach wirklich kommen viel besser durch, als die irgendwie die Aufzüge nicht gemacht haben. Ich bin seit 6 Jahren selbstständig und habe eine sehr, sehr geringe Erfahrung und bin eine Einzelmaske. Aber ich will jetzt das gleich schnell spiegeln, was du sagst. Es ist eigentlich interessant, solange du zuverlässig bist, einigermaßen Einsatz zeigst und anständig, also den Kunden gegenüber anständig und konstruktiv bist, ist es eigentlich nicht so schwer. Wir sind das Land, wo der Erfolg ermöglichen. Und du kannst anfangen, Leute aufzubauen, permanent und kontinuierlich, wenn du das willst. Und wenn du noch kannst ruhig schlafen dabei. Ja, aber genau. Man hat schon einen gewissen Druck, wenn man 100 Mitarbeiter hat. Das ist dann ein bisschen etwas anderes. Ja, aber ich mache das auch nicht alleine. Ich habe eine Führungscrew aufgebaut. Mhm. Oder? Also ich habe die Firma alleine gegründet und führe die. Aber seit bald 10 Jahren habe ich auch 3 Partner reingenommen. Ich mache das mit ihnen zusammen. Ja. Und die sind heute an diesem Unternehmen auch beteiligt. Und ich glaube, das ist,
ein bisschen der Zeitgeist heute, dass man Sachen eher zusammen macht. Und ich habe nicht so eine super Top-Down-Organisation. Wir versuchen das irgendwie zusammen zu machen und so haben irgendeine Organisationssituation, wo irgendwie miteinander zuerst mit einer höheren Eigenverantwortung. Aber das muss auch noch funktionieren, das vierte dann. Weil das ist dann auch wieder konfliktuös. Kann es sein? Also der grösste Schritt ist für mich gewesen, abzugeben. Oder man muss sich nur vorstellen, ich habe Rom aufgebaut, die ersten 15 Jahre eben immer 15 Stunden gearbeitet. Das war eine totale Patronorganisation. Also ich sage immer, jede Büroklammerbestellung ist über meinen Tisch gegangen. Oder? Vielleicht hätte man dort noch ein paar Rapper sparen können. Ja. Und das war das Schwierigste gewesen, aus dem rauszukommen. Weil hinten beim Büro, bei der Büroklammer, kann etwas sparen, bringt nichts, sondern muss vorne die richtigen Projekte und die richtigen Kunden quasi holen, die Freude machen und auch uns wieder eine Reputation geben. Und das war ein wichtiger Weg gewesen. Und ich habe das geschafft mit Reisen. Ah ja? Ich bin mehrfach, also mit meiner Frau, also wo wir uns kennengelernt haben vor 16 Jahren, sind wir zuerst einen Monat und dann zwei Monate und dann mehrfach drei Monate lang reisen. Mhm. Und das ist Königsdisziplin. Wenn du schaffst, drei Monate reisen zu gehen, dann hast du alles können delegieren, oder? Ja. Und schön ist, wenn man zurückkommt. Du bist aber jeden Morgen im Hotel am Laptop gesessen Sehr, also natürlich ein bisschen liest man mit, aber je besser man wird, desto weniger. Mhm. Und ich muss aber sagen, das geht natürlich nur jetzt in einer gewissen Größe. Das ist der Vorteil, wenn das Unternehmen, das KMU auch schon eben 100 Leute sind und eine Führungskraft hast, die auch wirklich die Verantwortung übernimmt. Ja. Und das geht natürlich in einem kleineren KMU nicht. Das weiss ich selber, da spielst du viele zu grosse Rollen, hängen zu viel an dir. Mhm. Aber trotzdem, es war ein grosser Weg, quasi alles abzugeben, zu delegieren, Verantwortung zu haben. Auch gesehen, man verliert natürlich auch Margen, weil es hat Leerläufe, man hat mehr Stunden auf dem Projekt drauf. Mhm. Aber beim zweiten, dritten Mal lernen ja meine Mitarbeiter auch und werden schneller und besser. Ja. Und so haben wir irgendwie können wachsen. Also das ist quasi eine Entwöhnungskur oder ein Entwöhnungstraining gemacht. Ja, einfach raus aus dem Micromanagement. Ich habe so viele Gespönchen im Umfeld, die ich immer sehe, die stehen sich fast selber im Weg, weil sie eben so ein Micromanagement betreiben und nicht abgeben, oder? Und denken, sie müssen überall dabei sein. Und ich glaube, das schafft man und man wird auch ein attraktiverer Arbeitgeber, wenn der Mitarbeiter wirklich sehr eine hohe Eigenverantwortung hat. Mhm. Und Mitarbeiter schwimmen super im kalten Wasser. Das musst du jetzt noch ein bisschen. Nein, einfach. Also es ist auch ein bisschen bewusst sagen, in dem Fall. Ja, manchmal muss man auch sagen, du schaffst das, versuch das. Ja. Es ist auch für mich ganz viel das erste Mal. Und eben meine Haltung ist, das schafft man. Und wir haben ja, und gerade wenn man viele Leute ist, hat es auch ganz viel Wissen. Wir haben 20 Berufe unter einem Dach, oder? Ja. Und dann muss man nur die Richtigen fragen und nicht quasi sich bemitleiden, weil man zu viel zu tun hat, sondern man muss schauen, dass man es zusammen macht und zusammen die Energie am Boden kriegt. Das ist echt die Stärke bei unserem Projekt. Das heisst, du hast jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, noch, um dich ein bisschen an einem grösseren Horizont widmen, quasi, ein bisschen strategisch denken, und du hast neue Aufgaben angenommen. Ich habe es gesagt am Anfang, du baust den Böck. Genau. Für sechs Leute. Ja, das hat ja lang der Herr Warenberger gemacht. Ich weiß nicht, über wie viele Jahre hat er das gemacht? 50 Jahre. Was? 50 Jahre hat das gemacht. 50 Jahre lang hat er den Böck gebaut? Ist nicht zu schlagen. Oh, ich bin ein schlechter Zürcher. Und du baust ihn jetzt wie lange? Ich baue ihn jetzt das fünfte Jahr selber und ich bin aber 7 Jahre zu ihm in die Lehre gegangen. Okay. Das ist wirklich so. Das ist ein Projekt, das ich eigentlich nur machen kann, weil ich es geschafft habe, zu delegieren und mich aus der totalen Operation von Aroma rauszunehmen. Mhm. Und das gibt mir aber so viel zurück, weil ich den Bögenbau eigentlich wie back to the roots. Ich bin wieder in meiner Lehre, ich arbeite mit Materialien, baue den Bögen zusammen. Das mache ich wirklich vom ersten bis zum letzten Schliff selber, soll mir keiner helfen. Und das macht Freude. Und das ist eine Woche, bin ich in der Werkstatt bei meinem Team in der Schreinerei. Und die haben Freude, dass ich ein bisschen bei ihnen bin. Mhm. Und ich habe grausam Freude, den Böck zu bauen. Jetzt machen wir schnell Satire für einen Moment lang. Wir sind ja immer beim Nebelspalter. Was hast du falsch gemacht? Da aussen schiffen sie ohne Ende. Ich bin da gekommen und ich habe wirklich gedacht, es gibt es gar nicht, der Regen. Plotschnass vom Velo. Aber, du musst sagen, du bist mit dem Velo gekommen. Es tröchert langsam. Ja, also ich glaube, es kuriert ja auf dem Instagram das Bild vom Eb de Böck, ob es ein Fehler war, den Böck auf der Teufelsbrücke zu verbrennen, dass er ein bisschen verwirrt war und das Wetter nicht gut wird. Ich weiss es nicht. Vielleicht war es auch zu viel verlangt, dass wir mit dem Böck Corona vertreiben und das Wetter schön machen. Vielleicht
ist es auch eine Geschichte, wo man sagt, lieber Corona weg und dafür tun wir ein einen schlechten Sommer durchstehen. Ich weiss es nicht. Aber ich habe gerne den Kopf an fürs Wetter. Das gehört ein bisschen zu dem Job. Ja. Aber etwas, was so halb ernst ist, also es ist, je schneller der Böck verbrennt, desto schöner wird der Sommer. Und du, wo du den baust, hast das natürlich in der Hand. Weil du kannst ein bisschen mehr Zunder rein tun, die besser brennt, und ein bisschen mehr Böller, die früher explodieren, oder auch nicht. Das ist so. Also, das ist eigentlich, ich weiss gar nicht, ob man das darf, ob man das darf thematisieren, oder ob das geheim ist. Also, du kannst das eigentlich beeinflussen. Ja, ich mache das Wetter, also, ihr seht, das ist also, bist du ein bisschen zurückgehalten gewesen, der Frühling? Genau, ja, nein, ich habe diverse, also, ich komme tatsächlich immer wieder das SMS über, das heisst, hey, hallo, was ist mit dem Sommer? Ja. Also, man denkt an mich schon böse und dann indirekt an den, der baut. Aber es ist eine Rolle. Und sind wir ehrlich, also der Böck, wie lange das es hat, bis er brennt, ist der grösste Teil, macht den Holzhaufen unten auf. Oder? Mhm. Also wenn die 10 Meter Holz schneller brennen, dann tut auch der Böck oben schneller verbrennen. Und ich glaube, das macht es aus. Aber klar, ich kann es tatsächlich ein bisschen bestimmen, indem dass ich den Hauptknaller, der den Kopf zum Explodieren bringt, kann ich ein bisschen mehr isolieren, kann die Zündschnur ein bisschen länger machen oder ich kann mehrere Zündschnüre machen. Mhm. So kann ich es ein bisschen spielen. Wie ist der Zusammenhang ein bisschen grösser? Du bist ja noch Zünfter. In welcher Zunft bist du? Ich bin der Zunft Schwammendingen. Okay. Und bist FDP-Mitglied? Ja. Nicht aktiv, glaube ich? Nein. Oder? Nein, also ich bin einfach Mitglied, aber ja. Nicht, ich finde wie Zeit neben dem Unternehmertum leider nicht. Und ich glaube, ich hätte auch Geduld damit nicht. Mhm. Aber du bist stark in dem, wie soll ich sagen, jetzt klassischen Zürcher FDP-Netzwerk drin. Du hast ja gesagt, du hättest ein grosses Netzwerk. Und durch das ist der Böck entstanden, bist in die Zunft reingekommen. Ich muss sagen, ich liebe verschiedene Menschen. Also ich habe das eingehend gesagt. Und ich bewege mich wirklich, ich nenne das in verschiedenen Schwärmen. Mhm. Und ein Schwarm ist sicher, dass sechs Leute, also ich sage jetzt die Zünfter, das Unternehmertum Bürgerliche, das ist wie nochmal ein eigener Schwarm. Das bewege ich mich natürlich einfach auch drin, weil das für mich auch wichtig ist als Unternehmer, vom Wissen her, aber natürlich auch, wir brauchen immer Aufträge, oder? Und dann bin ich aber auch sehr gerne in anderen Schwärmen. Also, eben, du hast vor Nightlife. Und in der Clubszene Nightlife, genau. Ich habe in Zürich mit 17 so illegale Partys organisiert, so Schwarzbaren. Weil damals war ja Zürich noch nicht so geöffnet und liberalisiert gewesen, sondern es war alles zu reglementiert gewesen. Man hatte ja irgendwie 5-6 Baren gehabt, die länger als bis um 12 Uhr offen waren. Und in dieser Zeit. Das war ja eine Zeit gewesen, ungefähr. Du bist jetzt noch ein bisschen jünger als ich, aber ich habe das auch erlebt. Ja, das war 1990. Das war so. Sehr Hype, gewesen, so an illegale Partys zu gehen. Das war super Zeit. Wir haben in feuchten Keller warmes Bier getrunken. Und ich war einer von denen gewesen und habe dich ganz viele Menschen kennengelernt und auch mit vielen Menschen so Serien von Partys von Baren gemacht. Mhm. Und eigentlich mache ich mit einem Teil von diesen Freunden von damals, mache ich heute das einfach professionell noch. Also ja. Wir betreiben es Mascot und der Plaza Club an der Wadernstrasse. Und das sind auch zwei grosse Clubs in der Stadt, wo wir die 5., 6. betreiben. Und ich bin aber im Hintergrund. Also, es hat zwei geschäftsführende Partner, wo quasi immer, man hat so einen Club ist betrieben, hat immer eine künstlerische Leitung und eine kaufmännische Leitung. Der eine macht das Programm, wir haben auch viel Konzert und Kultur und aber auch DJs. Und auf der anderen Seite hat man aber natürlich viel Personal und administrative Aufgaben. Und das ist echt so aufgeteilt. Und ich bin im Hintergrund, ich habe eine Partnerrolle, man kann sagen, quasi so ein bisschen Verwaltungsratsrolle, aber es ist relativ aktiv. Ich habe auch so ein bisschen die Haltung, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig und darum will ich etwas davon verstehen. Und es tut mir auch gut, irgendwie dabei zu bleiben. Also ich verstehe auch, wie die Stadt in der Nacht tickt und das hilft mir aber auch wieder bei Aroma, zum verstehen, wie die junge Zielgruppe funktioniert, wo wir ja aktivieren sollten, dass sie bei unseren kommerziellen Kunden jetzt bei Aroma kaufen. Oder? Also es ist so, es gibt einem gut, es ist so eine gute Situation, die sich eigentlich bereichert. Ja. Aber das ist eigentlich ja ein interessanter Punkt, wo wir ein bisschen darüber reden müssen. Das heisst, du bewegst dich in sehr unterschiedlichen Kulturen oder Szenen. Das eine ist sehr modern und sehr jung mit den Clubs und so. Und Zünft, also hallo, etwas vom Altmodischsten, was es eigentlich gibt. Jetzt werden natürlich Zürcher Zünfter sagen, Spinterbrennen oder eigentlich. Was ja, das muss ich jetzt schon aber wenn ich jetzt sehe, in welchen Kostüm
dass die Zünfter unterwegs sind, viele Leute, die sagen sich, ja, also das, wie kann man als junger, moderner Mann, der im Maskott und im Plaza-Club involviert ist, noch in einer Zunftzeit und noch quasi Werber ist oder Kreativer ist. Genau. Nein, also das ist eben ein total falsches Bild, das man hat von diesen Zünften. Mhm. Das muss man gleich mal korrigieren. Mhm. Zünfte sind eigentlich, die haben sich sehr erneuert und sind sehr zeitgemäss heute. Wir pflegen schon Tradition, oder? Also wir pflegen die Zoftstadt, wo die Stadt Zürich mal war. Ist irgendwie im 13. Jahrhundert ist die Stadt Zürich während 200-300 Jahren von den Handwerkern quasi geführt und regiert gewesen. Und wir leben eigentlich diese Zeit nach, oder? Also das ist eine Tradition pflegen, weil das ist, glaube ich, ohne das wäre die Stadt Zürich heute nicht da, wo sie ist heute, oder? Ja. Aber und das einzige Element, das wir machen, ist am 6. Leute Montag laufen wir in unserem Kostüm durch die Bahnhofstrasse. Ist halt auch ein bisschen eine Hommage an die alte Zeit, wie man da zumal rumgelaufen ist. Der Böck ist schon so ein bisschen, das ist nichts Traditionelles. Der Böck ist irgendwann vor 100 Jahren, hat man das in einem cleveren Schachzug miteinander verknüpft und heute ein Ereignis daraus gemacht. Mhm. Storytelling ist sehr erfolgreich. Das ist eine wichtige Geschichte. Ja. Darum schaut die ganze Schweiz auf den Böck. Ja. Aber hat eigentlich nichts mit dieser Historie zu tun. Aber die Zünfte sind, und das ist eigentlich eines vom Schönsten, das ist einer der einzigen Vereine, der extrem generationenübergreifend ist. Ja. Also du hast wirklich von alt bis jung miteinander in einem Verein, in dem sehr aktiv sind. Oder? Ist das so? Das ist wirklich so. Und du hast Nachwuchsprobleme, hat es auch immer wieder junge. Nein, man pflegt extrem den Nachwuchs. Mhm. Also die kommen nah und sind selber sehr aktiv. Die sind eingebunden im Kalender von der Zünfte, dass sie auch Auftritte haben. Die treffen sich, machen Anlässe, lehren schon reden, machen und sie vernetzen sich schon untereinander. Und das ist eigentlich eines der schönsten Sachen, dass das so generationenübergreifend ist. Und das muss man pflegen. Also zum Beispiel ich als Böckbauer lade jedes Jahr Gesellengruppen ein und die tun mit mir den Böck laden mit den Knaller, oder? Und das ist einfach lässig, mit so einer Jungmannschaft sehr seriös den Böck zu laden. Das ist schon ein bisschen explosiv. Mhm. Aber nachher gehen Bier trinken und ein Blatt Wurst essen, oder? Ja. Also das macht irgendwie aus. Und darum lohnt sich das wirklich, das zu pflegen. Und klar hat's etwas, sind die Zäufte im bürgerlichen Lager. Aber ja, und klar hat es viele Unternehmer dabei. Aber nicht nur. Und ich sage immer, wenn einem das interessiert, man kann Zäufte werden. Es ist überhaupt nicht so, dass man das nicht werden kann. Also man muss sich engagieren und dann ist sicher die Hürde ein bisschen grösser, als irgendwie in einen Tennisclub reinzukommen. Mhm. Aber also wir haben jedes Jahr nehmen wir externe Zünfte drauf, die hochmotiviert sind und die extrem bereichend sind. Oder? Ich bin froh, dass du es so gut erklärst, weil ich habe extra ein bisschen provoziert. Ja, eigentlich bin ich hoffe, du bist schon mal um 16 Leute richtig gewesen. Ja, natürlich, aber natürlich halt nur als Zuschauer. Ja. Das ist klar. Oder? Und nein, natürlich, ich finde das grossartig. Unbedingt die Traditionen. Und das hat ja auch ein enormes Revival erlebt in den letzten 20 Jahren. Jetzt nicht unbedingt Zünft, aber einfach Swissness, unsere Traditionen. Das ist ja interessant, auch ein interessantes Phänomen. Und darum finde ich es vielleicht auch noch gut, wenn wir über noch zwei andere Sachen reden, wo du involviert bist. Einerseits ist Trachtenfest 2024 in Zürich. Genau. Ja, das passt natürlich voll in die Cluster von der Zünft. Ja. Und auch dort habe ich eigentlich so ein bisschen die Einstellung gehabt, es geht die Trachtenvereinigung. Mhm. Da habe ich aber, bin ich mal an so eine OK-Sitzung gegangen. Die haben mich angefragt, ob ich ihnen helfen im OK. Weil es in der Stadt Zürich doch noch kompliziert ist, so einen grossen Last zu machen. Und dann bin ich schauen und habe mir gesagt, hey, das ist auch eine neue Generation am Ruder. Und das ist auch generationenübergreifend. Und die pflegen auch eine Tradition. Mhm. Und coole Truppen, die wirklich das eigene Trachtenfest findet alle 15 Jahre statt. 12 bis 15 Jahre statt, genau. Und, eigentlich normalerweise nicht gerade in einer Grossstadt wie Zürich, oder? Nein, aber es war schon zweimal in Zürich. Gewesen. Es war irgendwie in den 30er Jahren und in den 60er Jahren mal in der Stadt Zürich. Und darum haben sie dann beschlossen, in der Delegiertenversammlung, das wäre es jetzt wieder mal, das in Zürich zu machen. Und das machen wir jetzt. Wir haben es durch ein Jahr müssen verschieben wegen der Pandemie. Es ist jetzt im Juli, im 24. Wir haben das ein bisschen mit dem Zürichfest müssen aneinander vorbei koordinieren. Und jetzt sind wir da auf gutem Weg. Und das wird ein schönes Fest mit verschiedenen Festplätzen in der Innenstadt. Und es gibt einen Umzug. Das muss man sich vorstellen, all die 26 Kantone zeigen sich dann am Umzug.
6.500 Teilnehmer nur am Umzug und das ganze Fest wird sicher 100.000 Besucher anlocken. Und das finde ich eben auch schön für die Stadt Zürich, dass wir die Kontrast haben, oder? Es kann nicht nur immer Hochkultur geben oder nur Street Parade, sondern man muss auch die Traditionen pflegen. Und ich glaube, das ist auch wie für ganz viele Bewohner von dieser Stadt oder vom Umfeld, vom Kanton wichtig, dass wir andere Angebote schaffen. Und das freut mich. Es ist total schöne Arbeit, jetzt, das am Boden zu bringen. Es gibt aber noch ein bisschen Arbeit. Ja, ich will das aber noch ein bisschen vertiefen. Und zwar, warum denkst du, dass es gut ist, dass es solche traditionelle Sachen auch wieder mehr ins Bewusstsein rücken, wenn wir jetzt ein bisschen über die Schweiz grundsätzlich reden? Und über die Jungen auch. Ja, also ich bin natürlich extrem der Meinung, dass man zu unserer Vergangenheit muss stehen, oder? Mhm. Also das ganze Fake-Thema, dass man Sachen, die von früher sind, plötzlich nicht mehr gut sind, finde ich ein sehr schwieriges Thema. Also dass zum Beispiel, dass man jetzt politisch die Mooren müssen verbannen aus der Stadt Zürich, dass die Häuser nicht mehr Mooren heissen, obwohl dass die haben eine zentrale Rolle gespielt in der Geschichte. Ja. Und eine wichtige Rolle von der Geschichte der Stadt Zürich. Ist für mich einfach nicht verständlich. Das ist wieder so ein politisches Ding, wo man irgendwie das Thema Diversity oder was es ist, auf die Spitze treibt. Und das ist für mich nicht verständlich. Und umso wichtiger ist, dass man die Vergangenheit auch weiterlehrt und darüber erzählt, was man besser machen kann und so. Also ich glaube, das würde sich eine Stadt nicht entwickeln oder eine Menschheit. Ja. Es ist eigentlich bei den Mooren verschrobene und falsche Diskussion. Man soll ja durchaus darüber diskutieren, ob es dort Diskriminierung gibt oder Rassismus oder was auch immer. Aber man soll es nicht auslassen, weglassen oder kaputt machen oder so. Das ist ja der Punkt. Und von dem her, man kann ja über die Traditionen immer wieder reden. Was haben die gebracht und so. Genau. Also das ist das Trachtenfest und dann hast du noch ein zweites Projekt, wo du auch involviert bist und das ist eine neue Landesausstellung. Genau, das ist jetzt wieder, dass du siehst, dass ich liebe eben grosse Projekte und grosse Stücke. Ich tue auch lieber grosse Stücke für Kochen. Ich liebe Kochen, aber ich tue lieber grosse Stücke zum Kochen als kleine. Ah ja, okay. Darum habe ich auch gerne das eidgenössische Trachtenfest, wo das Volksfest ist oder eben die neue Landesausstellung. Und es ist auch wieder völlig in einem anderen Cluster drin, oder? Und ist das wieder? Ja, also ich bin in einer Gruppe, die es wichtig findet, dass es eine nächste Landesausstellung gibt. Und wir sind das die ist alle 25 Jahre, oder? Die ist etwa alle 25 Jahre, genau. Genau, das letzte war Expo 02. Genau, dann Drei-Seen-Land, wo so eine kulturelle Landesausstellung war. Mhm. Und uns ist es wichtig, oder in der Initiantengruppe ist es wichtig, dass man darüber redet, dass es eine nächste gibt. Man muss das anstoßen, oder? Mhm. Und ich glaube, eine Expo ist auch eine tiefe Tradition, ganz eine andere Tradition von der Schweiz, wo wir immer, das ist ein nationales Ereignis. Oder früher war es eine Werkschau gewesen. Man hat wirklich gezeigt, was die Schweiz für Innovationen hat, was wir am Boden gebracht haben, erfunden haben. Und heute ist die Landesausstellung auch sehr identitätsstiftend für die aktuelle Generation und die nächste Generation. Und klar kostet es ein bisschen etwas. Und jede Landesausstellung. Identitätsstiftend ist ja einer von der Kernpunkte. Was heisst das? Was heisst das für die Schweiz? Ja, das bringt uns am Schluss weiter, oder? Es gibt dem Land irgendwie ein Gesicht, eine Kraft, eine Einheit. Und ich glaube, das müssen wir einfach total pflegen. Auch, dass man eben eine nationale Geschichte macht, oder? Die drei Landessprachen, die wir haben in der Schweiz, das muss man pflegen. Aber man muss es auch miteinander verbinden. Man muss unbedingt die Gräben Möglichkeiten für Brücken geben. Und eine Landesausstellung ist eine grosse Chance für das, weil jede Landesausstellung, und wenn sie noch so umstritten war, wie zum Beispiel die letzte, wo wir noch eine Erinnerung haben, was das für ein politisches Hickhack immer ist, und dann hat man aber am Schluss 10 Millionen Besucher. Ja. Und das hat jede Landesausstellung gehabt, die wir gehabt haben in der letzten, seit es Landesausstellung gibt. Und das ist einfach etwas, wo man sonst nichts hinkriegt, oder? Man redet darüber, man kann eine Vermittlung machen, man kann über die Zukunft reden. Und wir wollen also unser Ansatz ist eigentlich viel mehr über die Zukunft zu reden und nicht so eine kulturelle Landesausstellung zu machen, wie wir das im 02 gemacht haben, sondern wir wollen eigentlich die Zukunftsmacher, die es gibt in der Schweiz, zusammenbringen und die Projekte von diesen Zukunftsmacher
einem Schnittpunkt, sagen wir, wenn es im 27 dann ist, zeigen, wie eine Schau zeigen, was läuft da für Projekte. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das ist doch unser Ansatz. Und es ist, das Projekt, das wir haben, entwickelt sich im Moment gerade super. Es ist wirklich so ein Bottom-up-Projekt. Das ist von der Macherseite. Darum habe ich auch so Freude. Es ist von Leuten, die quasi engagiert sind. Und es ist nicht ein politisches Projekt. Und es ist nicht ein Standortförderungsprojekt, sondern es geht wirklich darum, dass wir wollen, quasi ermöglichen, zum zeigen, was in dieser Schweiz läuft und über das auch zu diskutieren. Das heisst, du bist zwar einerseits mit dem Wissen ganz praktisch, wie man so etwas auch umsetzt und realisiert, aber du bist schon auch inhaltlich sehr stark damit beschäftigt. Was ist Sinn und Zweck von so einer Landesausstellung, eben die Frage von der Identität zum Beispiel, aber auch nachzudenken über die Schweiz, über die Zukunft von der Schweiz. Und darum nimmt mich das noch ein bisschen Wunder. Ist wahrscheinlich schwierig zu formulieren, aber was ist für dich die Schweiz in der Zukunft? Ja, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die Schweiz pflegen, oder? Dass wir weiterhin so ein schönes Land können sein können. Und das ist eine Gratwanderung von eben, wie viel investiert man in das grosse Thema von Umwelt, Nachhaltigkeit, oder? Und ich finde, sind wir an einem guten Ort, aber ich finde es auch richtig, dass wir weiterhin Sachen machen. Und ich glaube, alle Unternehmer machen es ohne viele Regeln. Machen Sie etwas, weil es jeder Unternehmer aus meiner Sicht investiert in der Zukunft immer sinnvoll, dass man einfach eine Umwelt tut, weniger belasten. Und das ist sicher ein Teil, aber das andere Teil ist eben auch das Zusammenleben in dieser Schweiz, mit den verschiedenen Kulturen, die wir haben, mit den verschiedenen Kantönli-Geist, die wir jetzt erlebt haben in dieser Pandemie. Und ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung. Und schlussendlich natürlich, dass wir ein guter Wirtschaftsstandort sein können, dass wir attraktiv sind, dass wir attraktiv bleiben, dass wir ein Arbeitsort sind, dass wir vielleicht eben auch spannende Firmen anziehen, die da wollen, sich niederlassen oder da wollen produzieren oder da wollen ihre Dienstleistungen bringen. Interessant, wenn du sagst, jeder Unternehmer, und ich glaube eben nicht nur jeder Unternehmer, sondern jeder Familienvater, jede Mutter, jeder Grossvater, jede Grossmutter, noch mehr vielleicht sogar, hat natürlich einen anderen Händenhorizont, wo auch eine gewisse Moral drinnen enthalten ist. Also wir wollen alle, dass das Land nicht verdreckt und die Ressourcen nicht vergütet werden. Das ist wahrscheinlich ein Konsens. Die einen wollen es einfach gerne mit möglichst vielen Regeln und Regulierung und Bürokratie machen oder Verbot, und die anderen glauben ein bisschen mehr an die Eigenverantwortung. Ja, und Zeitachse ist noch das Thema, oder? Oder man kann natürlich, man kann den Bogen überspannen mit sagen, was man erreichen will, oder? Weil es macht dann irgendwann, ist es auch nicht nachhaltig, wenn man geht Massnahmen ergreifen, wo man quasi alte Technologien wegrührt, dass man eine neue hat und die alte wäre aber noch gelaufen. Also muss irgendwie so die Gratwanderung finden. Und ich glaube, das zeigen ja die Statistiken, dass man eigentlich, wenn man anschaut, 20 Jahre zurück, wie wir uns entwickelt haben, geht wahnsinnig viel, oder? Und jetzt einfach, es ist wieder so ein bisschen Ruhe bewahren, oder? Das kommt gut und wir sind dran. Und ich finde es auch wichtig, dass auch die Jugend jetzt so politisch aktiv wird, oder? Das finde ich auch ein Phänomen, dass es plötzlich so eine Klimajugendbewegung gibt. Dann denkt man zuerst, es gibt überhaupt keine Bewegung, es interessiert sich niemand für die Politik oder für die Entwicklung. Und dann gibt es zum Glück so grosse Ereignisse, und das holt ganz viele Leute irgendwie aus den Räumen raus und holt sie auf die Straße und sie werden aktiv. Und das finde ich total wichtig, weil dann redet man drüber. Ja. Aber jetzt muss man wegen dem nicht gerade irgendwie noch mehr Gesetze machen. Man muss nicht meinen, ja, genau. Also ich finde, das ist mir eben eigentlich auch sehr sympathisch. Vielleicht auch, weil ich das ein bisschen endlich denken und sehe. Ich glaube, man muss das alles sehr ernst nehmen, aber man sollte jetzt nicht verzweifeln daran. Die Welt geht morgen nicht gerade unter wegen dem, und wir machen ja sehr viel. Und ja, vor allem, die Schweiz ist ein Land, wo sehr viel freiwillig passiert. Der Markus Sommer kürzlich, der Verbandsdirektor von der Zementindustrie da gehabt, oder? Verband oder eine Industrie, die am meisten CO2 ausstößt überhaupt. Und man weiss vielleicht zu wenig, dass natürlich auch solche Industrien daran interessiert sind, etwas zu machen. Natürlich, man kann immer sagen, ja, die einen machen zu wenig und so. Aber wenn man anschaut, was die Schweiz mit liberalen Rezept geleistet hat, ist es eben sehr viel. Und von dem her bin ich
bin ich auch eigentlich optimistisch. Und du hast es jetzt ein paar Mal gesagt, ein bisschen Gelassenheit tut uns nicht schlecht. Ja, und gerade so, wenn du die CO2-Initiativen anschaust, wo da runtergefallen ist, oder? Ich bin zuerst ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, oder? Dass sie runtergefallen ist. Ja. Ja, ich habe irgendwie gedacht, dass sie käme durch. Das wäre dir ein Anliegen gewesen? Nein, das nicht. Okay. Aber es hat mich erstaunt, dass das quasi nicht durchgekommen ist. Aber es ist nicht durchgekommen, weil so der Kompromiss, der da geliefert worden ist vom Nationalen Ständerat, also die komplizierte Geschichte, die am Schluss wieder Amtshäuser füllt mit Leuten, die entscheiden, wie Geld vergeben wird und so, das ist einfach nicht der Weg. Und genau. Das sind so Kompromiss-Dinge, wo ich weiss, eben, ich bin nicht aktiv in der Politik, weil ich will gerne durchdrehen. aber es ist wirklich das Problem, dass das, was am Schluss, wo man darüber abstimmt, sind einfach Vorschläge, und ich muss sagen, ja. Also unter anderem würde ich sagen, zurück zum Start. Das ist doch keine sinnvolle Geschichte. So. Ja. Aber es ist so ein Hin und Her und ein Seelenbögeln, dass am Schluss so aber man sieht an dem äußerst knappen Entscheid, wie gross die unterschiedlichen Kräfte gewesen sind. Oder wenn du denkst, ja, man hat eigentlich gedacht, das kommt durch, weil fast alle Parteien haben es unterstützt, der breite Kreis sogar von der Wirtschaft haben es unterstützt, die Medien haben es sowieso unterstützt und trotzdem gibt es offenbar sehr viele klare Signal aus dem gesunden, was soll ich jetzt sagen, Unternehmertum auch und aus einer Eigenverantwortung, die in diesem Land immer noch rum ist, wo dann dazu führt, dass man sagt, ja, es wär schon gut, aber so mit dem Murks bringt es eigentlich nicht. Genau, Murks ist ein schöner Ausdruck. Genau. Und zum Glück haben wir das Volk, das irgendwie irgendwie durchschaut hat, dass es einfach der falsche Weg ist. Genau. Aber dass wir etwas machen, ist wichtig und ich glaube, es ist auch allen wieder jetzt eine Lehre, dass man etwas muss machen, oder? Also finde ich, das hat ja auch eine kommunikative Wirkung, das Ganze, ja. Oder? Wo schlussendlich bei nächsten Investitionen überlegt sich jeder und sagt, ja, also logisch, investiere ich in eine andere Technologie, jetzt in ein Haus oder irgendwie in der Unternehmung, dass man könnte, effizienter oder mit weniger Strom oder so produzieren. Ja, ich werde langsam zu einem Schluss kommen, etwas vielleicht noch in den Augen von der jüngeren Generation. Du hast ja Kind. Ja. Zwei, glaube ich, gell? Nein, ich habe drei Mädchen. Drei Mädchen, genau. Wie alt sind die jetzt? Die sind 12, 10 und 16. Und das ist auch noch recht ein Aufwand. Das habe ich mir also... Also, nein, es ist auch schön, aber es ist auch eine Entscheidung und es ist auch ein bisschen in meiner Haltung von, wenn man etwas macht, muss man es richtig machen. Mhm. Und meine Frau darf ich nicht vergessen. Also nur ein Kind wäre so halbpatzig gewesen. Das ist wieder so ein bisschen lieber gross. Ja, gut, du müsstest aber 5 haben. Ja, nein, das wäre jetzt zu viel. Okay. Aber 3 ist lange schon, aber es ist lässige Meute und wir haben es gut. Aber es braucht Zeit und ich nehme mir auch die Zeit. Also ich nehme zum Beispiel, seit die Kinder da sind, seit 12 Jahren, mache ich am Donnerstag meinen Papi-Tag. Und das ist ja grausam schwierig, das zu machen, weil 80% quasi Präsenz zu haben. Also ich schaffe genauso meine 120%, aber ich nehme einfach die Zeit am Donnerstag, um für die Kinder da zu sein. Und das ist aber extrem gut, weil es gibt ganz eine andere Beziehung zu den Kindern, weil man natürlich, ich bin dann wirklich Duty Manager und nicht einfach dabei wagen quasi und auch noch da, sondern dann bist du verantwortlich und musst die Pflasterchen verteilen oder das Essen kochen und schauen, dass alle happy sind. Und das tut dem aber gut. Es gibt mir heute sehr einen guten Ausgleich. Mhm. Ist jetzt wahrscheinlich zu früh, zum Fragen, gibt es da irgendwann eine Nachfolgeregelung? Steigen die drei Töchter bei Aroma ein? Die interessiert sich wahrscheinlich noch nichts wie das, was bei dir läuft. Das ist noch viel zu früh. Und ich muss sagen, ich finde auch, Kinder sollen machen das, was sie wollen und was sie anziehen. Also mein Vater war Unternehmer und hatte eine Baufirma in Zürich, eine bekannte, und ich habe die nicht übernommen. Und er hat mir nie Druck gemacht, dass ich die übernehmen muss, sondern er hat Freude, dass ich meinen Weg gemacht habe, dass ich erfolgreich bin. Und irgendwann haben wir es dann besprochen und dann hat er gesagt, ja, es ist klar, dass du das nicht machst. Und dann hat er eine andere Nachfolge gesucht. Mhm. Und das hat er sehr gut gemacht und sehr erfolgreich gemacht. Und ich muss sagen, das ist für mich der Weg. Das finde ich sehr vorbildlich. Ich finde es schlecht, wenn man die nächste Generation unter Druck setzt und die sollen machen. Die haben heute so viele Möglichkeiten, so viele Wege. Das Schöne an unserer Schweiz oder unserer heutigen Zeit. Und das muss unbedingt offen bleiben. Gut, und es ist ja auch noch zu früh, um über das reden. Total. Also wir müssen jetzt noch nicht über eine Nachfolgeregelung reden bei Aroma, sondern du bist dort voll im Saft und gibst Gas. Bleibt
bleibt so ungefähr in deinen Augen für die nächste Zeit, solange du dabei bist bei 100 Leuten oder kann das noch explodieren auf 500 oder 1000 Leute? Ja, also Stillstand gibt es bei mir nie. Nein, ich bin immer dran. Also wir sind immer mit neuen Plänen dran, wir haben immer Ideen. Und darum, das hat automatisch einen kleinen Wachstum immer drin. Also das, aber immer ganz klein, wir setzen uns nie irgendwie ein Ziel und sagen, dann wenn wir so und so gross sind. Und wir haben so ein bisschen unsere Milestone, die wir irgendwie anstreben und wollen erreichen. Und dann tun wir agil dort hin schiffen. Und ehrlich gesagt hat es uns jetzt gerade etwa 3 Jahre zurückgeworfen, oder, die Pandemie. Mhm. Und jetzt holen wir das zuerst mal auf. Aber für mich ist einfach, für mich wird es auch langweilig, wenn alles immer gleich ist. Und darum ist für mich, geht es immer vorwärts. Und das treibt mich an. Und das macht es eigentlich ein bisschen aus, dass ich auch Freude habe und dranbleibe. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Danke vielmals. Ich wünsche für das viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr auch die Verluste und die Probleme, die jetzt die Pandemie uns allen beschert hat, gut überwindet. Danke vielmals, dass du da warst, Lukas Meier. Danke.